Leute, what's poppin'? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute sind wir an der Rennstrecke in Oschersleben bei uns in der Nähe, denn es ist Asia Arena. Das ist, würde ich mal sagen, so ähnlich wie das alte Reichsbrennen, weil das alte Reichsbrennen war ja auch hier. Wir werden heute uns ein bisschen umsehen, vielleicht ein paar Leute interviewen, mal schauen, was so geht. Ich habe noch gar keine Ahnung, wie immer. Wir starten wieder komplett unvoreingenommen, ungeplant in die Situation und werden schauen, was uns heute erwartet. Es wird auf jeden Fall sehr wild auf den Straßen von Deutschland. André ist heute auch dabei mit seinem Drift-Taxi. Ich werde auch Drift-Taxi spielen. Ich habe bei ihm noch einen Satz Räder im Gepäck und werde nachher hier auf der Driftstrecke ein bisschen rumfahren. Mal gucken, ob das Kfz wieder seine Dienste leistet. Ich hoffe es einfach mal. Ich bin auch ehrlich gesagt sehr überrascht. Ein McLaren. Sehr überrascht, dass dieses Auto das alles so mitmacht. Muss ich ganz ehrlich sagen, auf jeden Fall an dieser Stelle Props für Qualität an diesem Kfz. Ich meine, klar, geht mal hier und da ein bisschen was kaputt, aber dafür, wie es Kfz belastet wird, ist das echt gut. Leute, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, checkt auch unten nochmal die Links in der Videobeschreibung aus, denn ihr wisst ganz genau. Und außerdem, falls ihr das Video jetzt noch seht, fürs Wochenende am 17.09. werden noch Leute gesucht für Musikvideodreh in Berlin bei 102 Boys. Ich kann leider nicht dabei sein, ich bin am Wörthersee, aber wenn ihr Bock habt, schreibt mir gerne bei Insta eine DM, vielleicht kann ich euch noch kurzfristig connecten. Dann starten wir jetzt rein, let's go. Es ist halt wieder so eine 8, hier nebenbei läuft gerade noch irgendein Trackday, da sind irgendwelche Supersportwagen und heizt die ganze Zeit rum. Hier sind ein paar Kfz, die sich gerade vorbereiten fürs Driften, GT86, was auch immer das ist. Ich kann es gerade nicht beantworten. Sag mal, was ist das hier? Celica. Das ist Celica? Witzig. Das ist ja super alt. Was ist das für ein Motor? Es ist ein 20 Stroker. Okay. Okay. S13 Vorderachse. Swap. Ich dachte, Heckantrieb. Vor allem, das ist ja eine super alte Celica. Ja, TH22. Sieht nur aus wie neu, ich verstehe das Problem. Zwei Runden wären noch gegangen. Wollte ich gerade sagen, zwei Runden hätten die noch gemacht. Mensch, aber Kevin, was gibst du für Fake Calls? Okay, jetzt haben wir hier noch S13. Typisch. Wenn wir nachher rauchen, Racing. Okay, schauen wir uns um. Ich wollte mir sowieso was zu essen holen. Los geht's. Es hat sich noch nicht gefüllt, aber ich denke mal, das kommt im Verlauf des Tages bzw. abends und morgen wird es wahrscheinlich dann sehr eskalieren, weil dann noch mehr Leute kommen. Ich könnte euch einmal ein paar Kfz zeigen hier von Tofu Garage. Die Jungs sind ja auch wieder da. Und dieser NSX sieht schon ziemlich einladend aus, würde ich sagen. Leute, irgendwann kaufe ich mir auch noch einen RX-7. Aber bis das soweit ist, kosten die 3 Millionen Euro. Sehr nice. Was geht? Was geht bei dir? Alles klar. Ist das deiner? Nein. Achso. Ja, RX-7 ist schon krass, ja. Ich hätte gerne einen RX-7 mit Wayside Body Kit. NSX. Racing, Racing, Racing. Ja, ich habe hier den Besitzer, du bist der Gründer dieser Firma, ne? Mitgründer. Autoform, okay. Habe ich tatsächlich noch nie gehört. Okay. Wo habt ihr euren Sitz? In Kassel-Borsten, seit 3 Jahren. Okay, interessant. Ich habe ja gerade mit dem Kollegen schon mal da drüben gesprochen. Ich finde das sehr interessant. Auch gerade wegen TÜV und so weiter, viele Sachen hier mit TÜV gestalten. Wir haben hier so ein paar Autos. Was ist das? Ist das ein Chaser oder was ist das? Das ist ein JCX 100 Mark 2. Okay, RX8 ist ja klar, GT86, ein R33 und nochmal GT86. Ist das ein GTT, nehme ich mal an? Ja, okay. Genau, GTS. Ah, okay. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen GTT und GTT ist R34 und GTST ist R33. Achso. Beides RB25 mit 3. Okay, also hat nichts da. Erzähl uns mal ein bisschen was dazu. Das ist ja ein GT86, erkennt man ja. Genau, ja. Ist halt mit einem Tandem V3 Kit. Ihr vertreibt das auch, ne? Ja, genau, kann man über uns bestellen. Was vertreibt ihr alles? Ich habe jetzt schon gehört, Felgen. Im Prinzip aus Japan können wir dir so gut wie eigentlich alles besorgen. Wir sind Exklusivvertrieb, 3:6 Power in Deutschland. Work Felgen kann man bei uns erwerben, Liberty Work Kit, KSC Japan.
Und theoretisch auch alles, also wenn möglich mit Einzelabnahme und TÜV? Vieles. Okay. Ist auf jeden Fall noch möglich. Muss man halt immer gucken, ist halt immer individuell. Also zum Beispiel mit der Einfresstiefe, mit der Breite des Autos und. Also es sind halt viele Aspekte und deshalb machen wir immer Vorgespräche. Was wünschst du dir? Und dann gucken wir, was ist umsetzbar davon. Am besten im Idealfall alles. Alles, ja. Was ist damit jetzt? Ist das Straßenzulassung? Der hat komplette Straßenzulassung. Da ist jedes kleinste Teil abgenommen. Hat das auch Motormodifikationen oder ist das Motor aus? Okay. Der ist rein zum Cruisen. Fahrwerk, was ist da drin? Ein Luftfahrwerk von Airlift. Okay, was sind das jetzt hier für Räder? Das sind gerade zu 6 Power, zweiteilige, heißen Jabba King. Werden hergestellt bei Work, die zweiteiligen. Okay. Also eigentlich ein gutes Qualitätsnachweis immer. Und ja, das ist zum Beispiel hinten auf Hinterachse, da ist fast das Maximum der Achslast für den GT86 erreicht. Das ist eine FJ-40. Okay. Und bis minus 42 zum Beispiel ist beim GT86 möglich. Skyline zum Beispiel ist aktuell nur GT0. Was kostet eigentlich so ein Kit, so ein Rocket Bunny Ding? Boah, auch wieder von Auto zu Auto unterschiedlich. Das hängt ja auch mit der Größe, mit der Variante. Sagen wir jetzt mal bei dem Auto jetzt als Beispiel, schätz mal so roundabout. 3,5. So billig, ja? Ja, das Kit. Ja gut. Braun, Läs, ja. Lackierung, aber ungefähr musst du es aktuell bei 3,5. Okay, weil ja, wenn du mal so guckst, was du für so ein Wayside Body Kit oder sowas bezahlst, und das ist natürlich... Wayside ist halt eine super Premium. Ja. Ne? Das ist halt genau aber wie bei Liberty Walk. Das war ein Scheunenfund, der okay. war vor einem Monat noch weiß und vergammelt förmlich. Achso, der stand 8 Jahre genau in der Scheune. Okay. Da haben wir halt den kompletten Motor revidiert erstmal nur, bevor wir da mit Tuning anfangen. Also den kompletten Motor zerlegt, geplant, alles ein Pipapo neu abgedichtet. Die ganze Verkabelung, die ganzen Schläuche neu gemacht. Ja, und dann halt auch, das ist ja ein Collabo-Kit von Hardcore Tokyo und Rocket Bunny Panda. Und da wir auch Hardcore-Vertrieb sind für die Klamotten von Hardcore Tokyo, haben wir dann halt, hat dann gepasst und haben dann das Kit dazu gestellt. Wo ich jetzt hier reingehe und dachte, okay, Autos sind krass verbaut. Das hat mir dein Kollege hier erzählt schon, der solche Sachen auch vertreibt und auch umbaut, macht und TÜV macht und so weiter. Und da habe ich gedacht, okay, passt. Ich habe am RX-8 noch was sehr Interessantes gesehen. Ja. Und zwar die Rückleuchten, hat dein Kollege auch schon gesagt, die gibt es tatsächlich auch so. Ja, klar. Ich habe immer gedacht, auch für ein RX-8 gibt es keine geilen Rückleuchten. Das war ja auch der Grund, warum ich hier reingegangen bin. Ich dachte so, ey, das sind ja richtig krasse Dinger so, ja. Ja, das sieht voll super fancy aus. Genau. Die kann man auch bei uns bestellen, Valenti. Ja. Ist ja richtig bekannt geworden durch die GT86-Rücklichter. Ja, ja. Die gefühlt jeder GT86 sie erstmal umgebaut hat. Das ist so wie, du kaufst in den Maxen Verspoilerung, das ist ein Standardding, ne? Ja, eben. Und sieht auch klasse aus, machen wunderschöne Rücklichter. Ja. Ja, und ja, und die haben sie, müssen jetzt lügen, ich glaube vor 2 Jahren auf den Markt gebracht. Okay. So, müsste 2020 genau. Hab ich auch gar nicht mitgekriegt, aber die sehen halt viel, viel krasser aus als die originalen Rückleuchten. Ja, ist aber halt auch einführungsfrei. Der jetzt ja auch so TÜV bekommen? Außer jetzt Abgasanlage. Ist der Auspuff nicht. Ja. Den müssen wir ändern, der ist halt auch nicht auf Schau. Und auch da müssen wir, aber da nicht mal so viel, da ist das also minimal, sieht natürlich aus, aber das ist halt auch wieder, das nennt man die Faceform. Sieht aber eigentlich schon sehr mächtig aus. Ne? Ja, aber das ist halt auch schon sehr, sehr fett. Genau, das ist aber immer die Bauweise. Zum Beispiel bei 36 Power gibt es extra eine Serie, die heißt KF, das heißt Canary Furay, das heißt im Prinzip extrem tief. Okay. So, und die sehen optisch tiefer aus als viele andere, aber haben eine höhere ET zum Beispiel. Ich sage, es kommt immer viel auf die Bauform an der Felge, vor allem des Felgensterns, wie sie halt erst rausgeht und dann wieder rein. Ja. Und dadurch ergibt sich halt optisch viel mehr Bett. Hast du Favorite jetzt irgendwie noch, was dir jetzt gerade einfällt, wo du sagst, ey, ich will jetzt unbedingt noch dieses Auto bauen oder das stehst du auf meiner ehrlich Liste? Ehrlich gesagt, eine Silvia S13 mit einem Rocket Bunny V1. So, also daily auch damit rum, so mal ab und zu, dass er so wollen von der Fahrzeug? Mittlerweile schon nur bei schönem Wetter. Okay. Ich bin auch ein bisschen putzfaul. Ja. So, also ich bin jetzt nicht der größte Detailer-Typ. Okay. Und gerade bei schwarzem Lack. Ja, ja. Wenn ihr Bock habt auf sowas, wenn da draußen Leute sind, die Bock haben auf sowas, dann melde ich gerne. Aber finde ich sehr nice. Vielleicht kommen wir da auch nochmal zusammen, wenn das Cash wieder ein bisschen lockerer ist, weil ihr wisst, Inflation und so weiter ist schon nicht so easy. Okay, Friends, wir machen jetzt kurz Kfz-Vorbereitung, weil letztes Mal, als ich beim Reis drin war, habe ich mein Fahrwerk nicht eingestellt. Das war halt komplett weich und es war komplett kacke. Das werde ich heute anders machen. Da werde ich meine Dämpfer vorne härter stellen. Und erstmal den ganzen Kram hier ausladen und dann noch gucken, ob ich genug Motoröl habe. Denn Motoröl ist wichtig. Sind Sie bereit? Ja, das ist hier am Kochen schon. am Kochen. Wow. Hat André vorhin auf dem Weg hier fast ein Rad verloren.
Er hat eins verloren. Und er hat Glück gehabt, dass das Kfz nicht mit dem Kfz hinten auf dem Trailer und allen Reifen und seinem ganzen Hab und Gut komplett eskaliert ist. Ja, bitte. Kannst du keiner erzählen? Das war das besagte Rad. Reifenwechsel. Ich habe Glück gehabt, dass André Wagenheber hier unter mein Auto gepasst hat. Das hat aber auch so gerade so gepasst. Was ist mit der Stromplatte? Ich muss nicht runterbauen. Da nehme ich auch wieder AIDS. Eine Stromplatte hier was zu bauen. Was wäre das, AIDS? Yes. Vorhin dann probiert sich am Drehmomentschlüssel aus. Gut gemacht. Yes. Nice. 124,5 Grad Öltemperatur. Sehr heiß. Wir fahren jetzt eine Runde kurz zum Abkühlen, weil das Auto einfach exorbitant heiß ist. Naja, dann. Ich habe meinen Reifen kaputt gemacht. Und das nächste Problem ist, ich kriege keinen Wagenheber mehr drunter, weil das Auto ist einfach so tief ist, dass das hier schon fast komplett aufliegt. Deswegen muss ich mir jetzt erstmal einen Plan machen, wie ich das Auto jetzt wieder hochkriege, um das andere Rad dran zu machen. Sehr hässlich. Friends, ich werde jetzt das erste Mal mit meiner Freundin diesen Parcours befahren. Mach das Ding auf. Ist doch übelst heiß. Take it. So funny. Boah, Leute, ich bin echt schon durch. Ich sag euch ehrlich. Zu fahren, wir hätten Leute stehen. Okay, Friends, ich werde jetzt ein bisschen Drift-Taxi spielen. Mal gucken, wer mitfahren möchte. Let's go! Aber ich bin ehrlich, das mit den Helmen, ne? Ich weiß, wegen Versicherung, Sicherheit etc. pp. Aber ey, Leute, das ist so anstrengend mit dem Helm. Ich feiere das nicht. Na, was geht? Was geht? Ja. Wie heißt du? Shane. Wie bitte? Shane. Shane. Englisch. Okay, krasser Name. Bist du cool damit, wenn du auf Video drauf bist? Hast du davor Respekt oder bist du so... Ich hab schon Respekt davor, ja. Also ist das so... Also so Angst-Respekt oder einfach nur Respekt? So halt Respekt. Was? Ich höre ja gar nichts! Scheiß, Alter! Leute, wir sind back. Next day. Asia Arena. Und heute fahre ich auch mal bei Erdmann mit. Genau. Weil André hat heute seine Stoßstange abgerissen.
Ich habe mir auch schon fast 2 Euro verdient. Ja? Ja. Ah, das ist gut. 50 sogar. Hast du schon 10 Leute mitgenommen? Nee, 5. Pro Person 10. Okay. Aber die Reifen, die halten immer nur 10 Runden. Seit wann bist du jetzt hier? Seit 1. Okay. Wie spät ist es jetzt? Seit 2, oder? Ja. Leute, und es ist sehr, sehr viel mehr los als gestern. Wir werden nachher auch nochmal über den Platz rennen. Ich werde mich mal mit ein paar Leuten irgendwie ein bisschen connecten und mal gucken, was wir heute noch so erleben hier in Oschersleben. Leute, es wird sehr wild auf den Straßen von Deutschland. Was ist eigentlich mit Driften heute? Wie lange geht das? Bis 16 Uhr. Außerdem haben wir heute wieder einen besonderen Gast. Es ist Jade. Sie lebt noch. Am besten ist, wir tun die Sachen in Andres Auto, weil sonst fliegt das ja alles hin und her. Jetzt keine Reifen mehr habe und der Pole erst 17 Uhr wieder da ist. Der hat nämlich noch 2 Reifen von Genesis in seinem Kfz. Aber da das 16 Uhr hier vorbei ist, brauche ich jetzt andere Reifen. Der 350Z-Fahrer hat mir jetzt gesagt, dass ich von ihm noch ein paar Reifen haben kann. Jetzt frage ich da drüben mal nach, wegen Umziehen. Felgen nehmen und 2 Reifen vom 350Z-Fahrer, die er uns netterweise gesponsert hat. Und dann werde ich nochmal die Strecke befahren. Sehr nett. Leute, ich würde auch noch viel extremer fahren und würde auch den Reifen platzen lassen jetzt nochmal, aber da das hat mein das Ding? Daily Kfz ist, ja, hat gehalten, aber ich brauche jetzt neue, weil wenn ich jetzt nochmal fahre, dann platzt er auf jeden Fall. Ja, nee, ist richtig. Dann würde ich auch eskalieren, aber ich brauche wahrscheinlich nochmal ein richtig ekelhaftes Kfz, um komplett zu eskalieren. Und dann ist es mir auch scheißegal, was mit dem Auto passiert. Und dann kann auch mal ein Kotflügel kaputt gehen oder eine Stoßstange. Aber hier ist das immer dann so mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Friends, ich habe jetzt hier auch noch das Fernsehen hier. Wir bei mir mitfahren, haben so ein paar Kameras schon an den Start gebracht. Das ist die Reporterin. Bist du schon mal in sowas mitgefahren? Noch nie mitgefahren. Okay. Bist du ein guter Beifahrer oder ein schlechter Beifahrer? Also wenn es um die Musik geht, würde ich sagen, bin ich eine ziemlich gute Beifahrerin. Aber beim Driften, ehrlich gesagt, habe ich mich schon mal die Okay. Damals hast du interessantere Sachen erzählt. Was soll ich denn erzählen? Weiß nicht. Hallo, wir sind hier auf dem Asia Racing und es macht Spaß. Was ist das? Jade hat jetzt einen Freund und deswegen ist sie sehr abstinent. Ein Big Love. Ja. Ich muss jetzt echt mal sagen, ich habe immer sehr, sehr gute Friends, weil der Pole hat mir jetzt seine krassen Reifen hier gegeben, die sind noch voll Profil drauf, dann kann ich heute noch auf jeden Fall ein bisschen eskalieren. Danke. Was man auch mal sagen muss, die Leute hier sind super hilfsbereit, alle Leute hier, auch die Jungs von Tofu Garage, wirklich geil, sehr, sehr hilfsbereit. Und ich glaube, diese ganzen Leute hier wollen alle Drifttaxi mitfahren. Das heißt, es wird gleich eine große Aufgabe zu bewältigen sein. Hier liegt noch mein Scheiß, das darf ich nachher nicht vergessen. Ich habe ganz schön eskaliert. Das wäre fast geplatzt. Okay, Freunde, das ist jetzt mein letzter Satz Reifen. Ja, auf jeden Fall. Ist jetzt vorbei. Ich habe super viele Drift-Taxi-Gäste mitgenommen, 20.000 gefühlt. Aber ich habe ein Problem und zwar schaltet mein Getriebe nicht mehr weiter als zweiter Gang. Also ich kann im zweiten Gang fahren, vorwärts, kann rückwärts fahren, aber mehr geht gerade nicht mehr. Muss ich mal schauen, was damit los ist. Ich werde gleich auch mal schauen, ob das Auto irgendeinen Schaden erlitten hat, weil ich vorhin über irgendwas richtig Krasses drüber gefahren bin. Das habe ich voll in der Vorderachse gemerkt. Das ist so komplett einmal bam
rüber. Also keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. War auf jeden Fall ein sehr nices Wochenende hier. Ich habe mich tatsächlich aber mehr aufs Fahren konzentriert, anstatt jetzt halt auf mit irgendwelchen Leuten zu connecten. Aber vielleicht machen wir das heute Abend noch. Ich check das mal ab. Ich gucke auch gleich erstmal, was mit dem Auto ist. Mach das alles ready, weil ich muss ja die Reifen noch umstecken und so weiter. Aber war sehr nice Event. Es ist auch gar nicht so scheiße gewesen, das Wetter, wie wir gedacht haben. Falls das schon gewesen sein sollte, bleibt Eisdauer auf den Straßen von Deutschland. Wir sehen uns im nächsten Video. Und wenn ihr Bock habt, auf wie viel ist dein Tuning wert, dann schreibt mir gerne bei Instant DM. Und wenn ihr Bock habt, dann checkt doch gerne mal unten die Links in der Videobeschreibung aus. Denn da gibt es meine neuesten Songs. Denn ich bin DJ Artist und Producer. Let's go. Gute Nacht. Friends, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, checkt die Links unten in der Videobeschreibung. Da sind immer die aktuellsten Songs drin. Denn ich bin DJ, Artist und Producer, also checkt gerne mein Spotify und lasst meinen Kollabo-Partnern und mir ein bisschen Liebe da. Außerdem findet ihr dort unten auch meine DJ-Mixtapes auf Soundcloud, die ihr dort runterladen und streamen könnt. Let's go! Doch ich bin nicht dafür gemacht, all diese Dinge, die du mir nicht sagst, du weißt nicht, was mich das kostet. Und ich lauf jede Nacht durch die Stadt, die nicht lädt. Bitte frag mich, wohin, was ist selbst nicht.